Kaffee und ein paar salzige Heringe. Auch Kryptonit für mich. Bei Instagram läuft gerade eine Aktion, tausche dein altes Schneidbrett gegen hier ein Schniekes. Also, ne, wer das hier sieht, die Aktion läuft noch. Einfach mal auf mein Profil hier Instagram vorbei oder ich packe das mit in die Beschreibung. So. Warte mal. Doch. Ich habe schon gemeint, ich habe keine Füße dran. Wenn irgendeiner mal wissen will, kann man ja auch mal kurz drüber quatschen, an so einem Basteldienstag, wie ich kleine schmucke Bonsai-Tische baue. Schreibt es mal unten rein, dann machen wir mal ein Bastelvideo, wie es ein kleines Bonsai-Tischchen gibt. Wir gestalten ja auch demnächst wieder, wenn es Frühjahr wieder da ist, dann gestalten wir auch mal wieder einen zusammen und dann hier für Präsentationszwecke kleine Tischchen, nur wenn ihr das sehen wollt. So, das kommt noch weg. So, was machen wir heute? Heute machen wir so ein Kräuterhackbrett, so einen richtig ordentlichen Wemser. Warte mal. Hier machen wir aus dem, ja, aus dem massiven Eichenkerlchen, ne? Wie man sieht, gartelt jetzt noch alles vor sich hin. Hab auch keine Hobelmaschine, das heißt, einmal muss man handhobeln. Ja. Das heißt, einmal hier mit meinem kleinen Handhobel, einmal grob vorhobeln und dann, ja, dann schleifen wir das mit Bandschleifer. Bleibt uns ja nichts anderes, aber wie gesagt, wir machen heute aus dem Schmuckenteil so ein Kräuterhackbrett. Dazu, ich habe ja gesagt, wir machen uns da, ja, wir machen was, um dass sich das nicht mehr so verzieht. Hier steht sie. Ich habe hier eine Alu, ein Alu-Vierkant. Und die Stange lassen wir uns hier auf der Seite, lassen wir uns die schön ein. Und dass das, ja, das ein bisschen absperrt. Ihr kennt es vielleicht, wenn er im Wald, wenn ein Holz geschnitten oder aufgeschichtet ist und hier sind so Eisen reingeklopft. Das hat nichts damit zu tun, dass sich das Holz nicht mehr bewegt. Das dünne Eisen, da lacht so ein Eichenbogen, der lacht über so einen 2 mm Eisenstab. Das hat was mit dem Reißen zu tun, dass das nicht so reißt. Aber wie gesagt, da können wir mal, wenn ihr mal genauer wissen wollt, hier auch, was, ja, was eine rechte Seite, eine linke Seite, Kernholz, Splintholz, wie man das konstruktiv absperrt und. Dann schreibt es auch unten rein, weil dann machen wir da mal ein separates Video zu. Ja, das wäre jetzt alles zu viel, für das jetzt noch mit hier reinzupacken. Und ich glaube, da wäre auch mein Lehrmeister erschrocken, was ich eigentlich noch alles weiß. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und er wird wahrscheinlich, wenn er das dann sehen würde, würde er sagen, ach Gott, da die faule Sau, da kann es ja doch. Naja, egal. Wie gesagt, wir fangen jetzt an. Das Ding ist leicht krumm. Dazu hole ich euch näher ran. Und so macht es keinen Sinn. Tut euch selber gefallen. So, einen schönen Anschlag hier angeschraubt. Dass er, ja, dass man nicht drüber, ja, ich sag jetzt mal das wegschieben und so, und jetzt wackelt das auch vorerst nicht mehr so stark. Schnappt man es bloß in seinen kleinen Knüppel und da kommt jetzt ein bisschen Kraftakt. Okay, der ist auch natürlich scharf wie noch was. Müssen wir jetzt erstmal den kleinen Hobel schärfen. Ich habe doch beschissen. Hier mit dem Hobel, okay, das, ne? Aber es war doch mehr wie gedacht. Und darum habe ich hier meinen kleinen Elektrohobel genommen. Den habe ich normalerweise immer für Türen abzuschleifen unten. Aber ja, das muss er halt mal so. Ne? Für so Zwecke ist er geeignet. Jetzt habe ich die Seite schön abgehobelt. Jetzt werde ich hier mit Bandschleifer drüber gehen, dass das schön, ja, gerade ist alles. Und dann drehen wir das auch schon rum. Man sollte einen Mundschutz anziehen. Ja, weil
jeder, der das kennt, der schon mal Eiche verarbeitet hat, Eiche-Schleifstaub, wenn der in die Nase kommt. Das ist, früher hat man immer gesagt, da hast du einen Eiche-Schnupfen. Da setzt sich auf die Schleimhäute und schon kriegt man eine Schniefnase und Gerbsäure halt. Ne? So, Freunde, da, jetzt sieht man es. Das Brett ist soweit gerade, nach ein bisschen Hobeln und ein bisschen Schleifen und Unmengen an Dreck. Hier sind noch zwei tiefere Macken drin. Die lasse ich auch drin, weil, wie sage ich immer so schön, Holz, ich muss mir mal so T-Shirts machen lassen. Holz hat mehr Charakter wie mancher Mensch. So T-Shirts werde ich mir mal machen lassen. Wenn mir nicht jetzt gerade wieder irgendeiner die Idee klaut. Wie gesagt, jetzt machen wir eins. Jetzt schneiden wir uns. Komm her. Wo ging die Stange hin? Warte hin. So, jetzt machen wir ganz einfach eins. Jetzt messen wir uns die Stange. Und dann schneiden wir die hier unten rein. Komplett. Das schneiden wir hier raus. Fahren wir über die Kreissäge. Und dass dieses Vierkantrohr hier schön reinpasst. Und wenn wir das da rein, ich sag das mal, reingeschnitten haben, schneiden wir uns auch das dementsprechend ab. Lassen das hier ein paar Millimeter reingucken. Ne, schleifen das bei. Aber das seht ihr jetzt. So, wir gehen dem Ende entgegen. Jetzt habe ich, wie man hier erkennen kann, habe ich hier die Kante ein klein bisschen beigemacht, dass das immer noch so eine wilde Baumkante ist, weil ich das mag. Und wie man jetzt hier sieht, habe ich hier gerade ein Viereck ausgeschnitten. So, das Viereck, hier habe ich mir das auch schon angezeichnet. Ich weiß gar nicht, das war die andere Seite. So, und jetzt kommt die Stange so hier hin. No? Wenn wir das richtig gemacht haben und dann passt die da genau rein. No? Nur ich habe es ein klein bisschen höher gemacht. Ein klein bisschen höher aus dem Grund, dann sieht es nicht ganz so wuchtig aus. Von dem her, jetzt schneiden wir noch die Alustange ab, schrauben die hier dran fest, lassen unsere Füße ein, dann wird schon geölt und dann haben wir ein ordentliches Kräuterhackbrett. So, genau so wollen wir das jetzt haben. Ich habe das hier, ich habe hier die zwei Stücke geschnitten. Und jetzt schrauben wir das nur noch, zack, die Kante, genauso wie ihr es haben wollt. Dann schrauben wir das noch in die Richtung an und in die Richtung an. Und ja, das mache ich jetzt gleich. Dann lassen wir hier noch die vier Füße ein, einfach so, dass man mehr Halt hat. Dann schleifen wir das noch einmal schön zwischen und dann höre ich auch auf zu labern. Dann sehen wir uns beim Ölen wieder. Und wenn man dann so da drauf guckt, das ist, wenn es so steht, fast verdeckt. Hier muss ich noch ein bisschen beischleifen, da ist ein Stück ausgebrochen. Aber wie gesagt, das sehen wir alles. Jetzt bohren und anschrauben. Schon ist es wieder geschafft. Ich darf auf jeden Fall nicht mehr über den Dirk meckern, ne? Hier über den Heinun. Der hat mal einen Pinsel von grillrost.com, glaube ich, hat er mal einen Pinsel verlegt, verloren. Ich habe ein komplettes Brett verlegt und weiß ums Verrecken nicht, wo das ist. Das wird sich wieder finden. Macht aber nichts. Ich habe ja jetzt ein zweites gebaut. Wie man sieht, wie soll ich denn sagen, ein schniekes Teil geworden. Auch hier die Baumkante, so wie sie natürlich immer lasst, die Baumkante ist noch dran. Die Schrauben, genauso wie die zwei, die gehören da normalerweise nicht hin. Also da habe ich andere Schrauben gehabt, genauso wie ich. Es gibt so kleine Abdeckkappen für die Aluleisten. Da hatte ich auch so Abdeckkappen und habe die drauf gemacht. Ja, wie gesagt, das wird noch nachgerüstet. Da gibt es noch andere Schrauben, die hier reinkommen. Mit einem schönen Flachkopf. Und hier gibt es noch so kleine Plastik-Nupsis für hier rein, dass das schön zu ist. Es stört mich jetzt im ersten Moment nicht, im zweiten dann schon. Wie gesagt, wie man sieht, ich habe hier auch meine, oder die Anti-Rutschfüße, die ich überall unten drunter mache. Ich habe ganz am Anfang mal Filzfüße drunter gemacht, habe dann festgestellt, ist nicht so das Wahre. Man muss sich auch weiterentwickeln. Und dann gibt es jetzt Anti-Rutschfüße. Und das, muss man sagen, das ist ein Brett, das funktioniert.
Man hätte das hier mit einer Holzleiste absperren können. Ich habe mich jetzt für Alu entschieden. Wenn jetzt hier noch silberne Schrauben sind, finde ich, hat es stylisch auch noch ein klein bisschen was. Von dem her, für so, ja, auf die Schnelle ist immer einfach oder leicht gesagt, für so, ja, ein beständiges Brett, ne? Ja. Ein paar Stunden Arbeit und dann aus einem gagligen, runden Bohlen ein schönes Brett gemacht. Und das Brett ist definitiv trocken oder der Bohlen ist definitiv trocken. Wie gesagt, wenn ihr das mal wollt, dann quatschen wir mal darüber, wie lange das braucht, bis da... Moment. Komm mal her. Da habe ich noch so einen. Komm her. Ach, lass dich doch nicht. Zier dich doch nicht so. Wie gesagt, hier habe ich noch so einen krummen Onkel. Mehr Ästen drin. Wie gesagt, man sieht es. Schön krumm. Und wie gesagt, ich glaube, das gibt ein schönes Thumbnail. So. Aus dem wird das oder irgendwie so. Wie gesagt, wenn ihr das mal haben wollt, dass wir mal hier ganz, ganz gemütlich über Holz quatschen, warum sich das dreht, was die rechte Seite, was die linke Seite vom Holz ist, wie lange das dauert, bis so Holz trocken ist, was so Holz auch mal kostet, das ist nämlich auch immer interessant. Ich werde des Öfteren gefragt, Peter, warum sind deine Lichtenbergbretter so teuer? Jetzt ist ja immer teuer eine Sache, Auge des Betrachters und so. Aber so ein Lichtenbergbrett, da müsste ich jetzt raus, das kostet schon 150 Euro. Aber man kann das mal, oder wenn ihr es sagen wollt, machen wir das mal, dann machen wir mal, nehme ich mal zwei, drei Bretter und kalkuliere die mal mit euch. Dass ihr seht, dass so ein Brett hier jetzt, das kann ja nicht für 20 Euro weggehen. Das funktioniert ja nicht. Da hätte ich ja das Holz geschenkt kriegen müssen, die Schrauben geschenkt kriegen müssen, alles geschenkt kriegen müssen und hätte in 15 Minuten mit fertig sein müssen. Was auch nicht funktioniert. Also von dem her können wir gerne mal machen. Ja, können wir das mal durchkalkulieren oder das mal über Holz quatschen. Das ist natürlich, schreibt mir auch ruhig bei Instagram. Gar kein Problem, da antworte ich meistens schneller wie woanders. Wie gesagt, und jetzt haben wir wieder ein kleines schniekes Kräuterbrettchen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Dienstag. Ich muss das andere Brett suchen, das gibt's nicht. Oh. Wisst ihr, was hier in meiner Tüte ist? Ganz viel Eichenspäne. Macht nichts. Eiche ist antibakteriell. Alles gut, kann man auch essen.